Also mein Vorschlag wäre gewesen hier, ne? Oh, ich habe gar keine Pots, fällt mir gerade ein. Okay, wenigstens klappt das mit dem Timer. Also mein Vorschlag war hier alle drei Gruppen zu pullen. Wir wollen jetzt gerne mal am Anfang sehen, loft es oder loft es nicht. Ding haben wir jetzt, Pre-Inker haben wir drin. Schauen wir mal, wie der Schaden aussieht. Ich hoffe, die machen die Orbs. Wall jetzt einmal. Ah, okay, einmal kam sie. Zweimal. Explo jetzt noch einmal. Alter, ich bin halt bei 300k Dips, ne? So dumm, okay. Da ist eine Explo durchgegangen. Schau mal, ich bin bei knappen 300k DPS. Der nächste DD ist bei 100.000. Okay, da geht die Orb durch. Das können wir nicht mehr aufhalten. Aber die machen halt. Also, die machen halt schon echt. Also, ne, für das Pack. 100k, 100k, 85? In dem 17er? Es ist halt schon echt wenig, ne? Wie viele Mobs waren das jetzt? Das waren doch über 10 Mobs jetzt gerade. Also. Gut, klar, sie haben jetzt auf die Orbs geswitcht und so, ne? Das muss man schon mit einberechnen, aber trotzdem ist es wenig. Normalerweise machst du da mehr. Ja, wo. Ich hatte jetzt auch nicht gerade Lucky Procs da in den Käse. Raw habe ich schon raus, okay. Also ich weiß jetzt nicht. Vor allem im ersten großen Big Pull, alle CDs haben sie ready. Da kam ja nix. Also ich hoffe, dass wir jetzt dann gleich ordentlich Tipps haben, ne? Sonst wird das voll eklig bei Tyrannical Boss. Aber wir werden sehen. Shit, da muss ich raus. Bin hier jetzt schon mal skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Bin hier ja schon mal skeptisch. Ach shit, ich muss auf das Ding drauf drücken, ne? Wir haben das immer noch nicht so drauf, ist sogar einer verreckt. Die Gruppe, die zimmert halt schon ganz schön rein. Da tun wir gleich schon mal pre-wallen. Also nicht pre-wallen, aber pre. Pre-Bug-Skinnen quasi. Also, das ist eine der Gruppen, die hier schon wirklich gut reinhaut. Jetzt mal schauen, wann ich mein Dings ziehe. Okay, ich glaube, ich ziehe meine Explo jetzt rein. Ja. Da müssen wir schon alles ziehen. Also, gut, die. Die haut halt schon echt gut rein, die Gruppe. Ach, ich hätte mein Motorrad doch noch reinhauen können, ne? Aber Damage machen die jetzt nicht so viel, tatsächlich. Also, Wir werden sehen. Schauen wir gleich mal beim Boss. Ich habe halt jetzt auch keine Pots oder irgendwas. Ja, komm, scheiß drauf da. Halt immer nicht so geil, wenn die Caster da beim Boss dran stehen. Dann hast du halt den Scheiß da. Ich weiß nicht, warum die Eule da jetzt im Boss stehen muss. Aber okay. Naja, komm, wir haben das Dings ready. Machen wir den Dude. Na gut, jetzt brockt halt die Zwillingsverwüstung rein. Das war jetzt Pech, ne? Die Zwillingsverwüstung ins Leere gegangen. Es ist natürlich unlucky. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf den Papagei aufpassen. Weil im Tyrannical. One-shottet er sicher. Also wenn wir einen Papagei fressen, dann ist sicher Feierabend. 17. Naja, gut, wahrscheinlich wenn ich voll bin als Tank, wird er mich nicht one-shotten, aber der kann dich hier auch mal aus der Kampfzone rauskicken, wenn es blöd läuft. Da wurde der eine. Gehört er geankt, oder? Oh shit, da müssen wir auf jeden Fall raus. Huhuhu. Ich spiele bei dem jetzt hier gerade bisschen passiv tatsächlich. Oder defensiv. Wo ist der Papagei?
Scheiße, da ist der Papagei. Okay, das war überhaupt nicht close, ne? Aber hier, ohne Scheiß, bei diesem Papagei habe ich ein bisschen Schiss, ne? Tatsächlich. Weil, ich weiß, ich erzähle die Story jedes Mal. Oh nein. Das hat den Heiler halt gekillt. Weißt du, weil der Movement Günther halt auch beim Boss stehen. Gut, ein Paladin kann schon, wenn er drauf meliet. Jetzt habe ich da nochmal die Wall gezogen. Und sich halt wegbatschen lassen hat von der Scheiße. Jetzt haben wir halt beide Battle Rats raus. Kein Kick. Wo ist der Papagei? Da kommt er. Also, ne? Die Gruppe scheint mir jetzt nicht ganz so pralle zu sein. Ganz ehrlich, was haben wir hier? Wir jetzt nicht so krassen Damage. Also ich glaube nicht, dass das eine In-Time-Geschichte wird. Würde ich jetzt mal sagen. Aber gut, mal schauen. Wir wollen jetzt nicht Teufel an die Wand malen. Ich würde ihn jetzt hier ganz easy so langsam mitziehen. Ach, ich hasse das, wenn der mich dann einmal wegkickt. Soll man einfach stehen lassen und töten? Scheiß drauf. Ich habe schon wieder einen Slow, aber da hau ich jetzt meinen Umhang nicht für raus. Nee, da hau ich jetzt auch meine Heilung nicht für raus. Machen wir das mal safe hier. Pullen wir die mal zu. Obwohl, wir können die hier machen, das dürfte voll klar gehen. Oh fuck, ich bin. Das war nicht gut. Haben wir uns chargen lassen. Habt ihr die gesehen? Ich habe die genau dann gepult, als die Zwillingsverwüstung war, dass die da noch rein sind, die Ratten gleich mitgenommen hat. Da haben wir die Ratten gleich ausradiert oder radiert. Okay, der Wort wird zwar schlecht. Aber ohne Scheiß, das kann doch nicht sein. Ich bin bei 100k und die sind bei 8. Das, also irgendwie. Also E ist nicht gerade so der zweite Vorname von denen, ne? Komm, ich nehme jetzt den hier noch mit. Haben wir halt echt einige Mobs an die Hacken. Aber sie machen zumindest, was ich ihnen lassen muss. Ah, fuck. Jetzt haben wir die auch noch geaddet. Das ist nicht gut. Jetzt, ich habe halt nichts ready. Ja. Ja, das wird uns jetzt killen. Fuck, das sind zu viele Orbs. Die kriegen wir nicht mehr. Die können wir nur outrangen. Ich heile mich jetzt einfach mal selber. Ich habe die Aggro, müsste ich haben. Okay. Muss der Heiler zumindest mich nicht heilen. Fuck, ich hätte nicht ranlaufen sollen. Das sind zu viele Viecher. Ich habe jetzt halt noch keinen Knockback. Oh, weia. Das war jetzt einiges. Wenn ich mir das mal gebindet hätte, diesen Wuteffekt runterzunehmen, das wäre halt eigentlich auch schon mal nicht so verkehrt. Ich habe ihn überhaupt rausgezogen. Ich glaube, im Katzenspeck habe ich mir jetzt gebindet, in dem Bären nicht. Ne? Also du kannst ja als Guardian theoretisch den Wuteffekt runter oder als Druid im Allgemeinen. Aber ja. Ja, sagen wir mal so. Man müsste sich das halt auch binden. So, die Kleinen müssten wir halt jetzt relativ schnell mal killen, dass sie mich nicht bis ins Unendliche stacken. Weil das ist tatsächlich schon eklig. Okay, der hat Trees. Er hat aber die Trees. Das ist gar nicht schlecht von der Eule. Jetzt sind meine Stacks resettet. Das ist doch schon mal schön. Und was man natürlich sagen muss, die Orbs, die laufen. Ne? Also die Orbs, die machen so relativ gut. Kannst du nichts sagen. Achso, ich sollte den. Das Ding hier ein bisschen hier hinziehen, dass wir nicht wieder die Problematik das letzte Mal haben. Wie läuft's bis jetzt? Hey, was habe ich da für eine Nachricht gekriegt? Ach, die schauen wir nach der Ini an, oder? Würde ich sagen. Ja, wir haben jetzt halt
nicht so viel Damage mit der Gruppe, ne? Also, aber ich denke mal, das sollte. Das Rentieren war. Mich einmal so hinstellen, dass die von der Zwielicht. Ich muss mich für die Zwielichtsverwüstung immer gut positionieren, tatsächlich. Sind relativ viele Mobs. Ich habe jetzt die dazu gepult. Mal gucken, ob das ein Fehler war. Aber war ja, wir haben halt jetzt viele. Okay. Also, ohne Scheiß, wenn meine Zwillingsverwüstung reinhaut, schon mal, ich mach 40% von dem Gruppenschaden. Das ist so witzlos. Also, wenn die Zwillingsverwüstung reinhaut, das haut echt rein. Ich spiele jetzt noch nicht mal mit so viel Corruption, ne? Soll ich die dazu nehmen? Können wir mal machen, das müsste eigentlich gehen. Super, die sind jetzt nicht alle gekommen. Oh, das. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee war. Ich habe tatsächlich nämlich nicht keine großen Dev-CDs im Moment. Warte mal, ich habe das Motorrad. Warum habe ich das vorher nicht gezogen? Also, die machen nicht sonderlich viel AE-Schaden, aber was sie echt gut machen, ist die Orbs. Ne? Es sind teilweise drei, vier Orbs dran und die machen sie. Also, das läuft. Tatsächlich. Nee, lass hier unten rum. Wir haben jetzt noch 2 Minuten HT. Hier müssen wir eh rum wegen dem. Ich weiß nicht, ob ich die dazu pullen. Nee, komm, die machen wir jetzt. Shit, das Ding geht hoch. Muss nur mal kurz wegkicken. Sind wir ziemlich nah dran. Ich hätte es vielleicht andersrum kicken sollen. Ich habe gerade ein bisschen viel Druck gekriegt und ich wollte halt nicht nochmal einen großen CD ziehen. Wo habe ich denn die Scheiße? Habe ich das nicht mal rausgezogen? Ich habe ja sogar jetzt einen freien Slot, ne? Eigentlich könnte ich es mir auch aufs Mausrädchen draufziehen. Theoretisch hätte man den großen hinten noch dazu pullen können, aber die Gruppe ist schon ein bisschen scary. Okay, was ist mit dem Heiler los? Bro, nicht sterben. Habe ich Inka wieder ready. Best drauf. Machen wir gleich HT. Kann halt einfach release. Warum release der nicht? Er kommt da eh vorne raus. Verstehe ich jetzt auch nicht. Wir können jetzt bei dem einen HT oder. Hätten wir halt am Anfang HT gezündet, hätten wir bei dem einen, hätten wir es halt dreimal ziehen können. Und so ziehen wir jetzt halt nur zweimal HT.
Jetzt habe ich halt hier nichts für die. Naja, scheiß drauf. Der Bo Bossfight kann halt auch manchmal nervig sein. Ah, das ist. Ah, das ist die eine Tusse, wo ihr immer meintet, dass die so ätzend ist. Ah, warte mal. Ah, das ist die, wo du nicht in dem MAE stehen solltest. Okay. Oh nein. Der Shami ist schon. Okay, ich hab mich auch. Muss jetzt bloß wegen dem Blade hier ein bisschen rausgehen. Okay, jetzt können wir sie wieder zusammenziehen. Da kommt nochmal eine Zwielichtzerwüstung. Komm, ich hau mal eine Dings rein. Ah, shit. Ich hasse es, ne? Dieses Blade muss halt komplett in den Boss reingehen. Muss ich am besten mit dem Boss still stehen bleiben. Sonst ist das halt ewig nervig. Okay. Shit, das ist jetzt nicht gut. Ach komm, er schießt halt genau in die Richtung, wo ich hinlaufe. Zum Glück habe ich eine Heilung ready. Oder ist das immer gleich? Oder ist das 50-50? Da würde ich jetzt rauslaufen, wenn ich ihr wäre. Explore noch. Ja, super, jetzt habe ich Inka wieder ready, ne? Soll ich es trotzdem ziehen? Komm, scheiß drauf, wir ziehen. Jetzt, wo ich nur einen Mob cleaven kann. Und, oh, das Trinket hatte ich auch die ganze Zeit ready. Warte mal, ziehen wir eine Tücken von dem Ding weg, so dass das Blade einmal rein kann. Wisst ihr, was das Problem ist? Komm, komm, geh noch. Ah, okay, der ist nicht mehr rein in die Zwichtzerwüstung. Dass ich den Boss hier, weil da immer andere Bosse sind, immer noch nicht so ganz geblickt habe, welcher was kann. Immer noch so denke, ja, okay. Obwohl, wir müssten beim Endboss auch wieder ready haben. SHT, oder? Bis wir den einen dann jetzt runtergespielt haben. Ogen der Stahl! Hey, ich grüß dich. So, jetzt gehen wir da mal zurück. Sollen wir mal den Overall Damage anschauen? Warte mal, haben die da was gepullt an der Seite? Nee, ich sah. Oh, ich bin sogar Overall Damage mit 84k noch Erster. Jetzt töten wir ihn kurz. Ach, sie haben sie dazu gepullt. Ich wollte sie extra nicht dazu pullen. Weil ich sie danach, was sonst wartest du am Ende nur? Jetzt muss ich meine Explo fast bei dem raushauen. Ja, komm, ich hau die Explo rein. Machen wir so. Ach, sie haben ihn gepullt. Warum? Warum pullen sie den denn? Also, diese Kollegen, ne? Ja, jetzt ist der Heiler halt tot. Da kommt immer richtig die Freude auf. Weißt du, man kann das ja machen, dass den Trash plus den kleinen Boss, das ist ja nichts, was nicht unmöglich ist, aber wenn ich nicht im Voice bin, wenn ich random unterwegs bin, dann lasse ich halt einfach den scheiß Tank pullen und mache halt nicht irgendwie so einen Zirkus. Weil das sind oft die Situationen, wo du dann länger brauchst, anstatt kürzer, wisst ihr? Also, ne, das geht ja jetzt hier durch, aber das ist halt einfach mal unnötig, wo ich mir denke, warum? Warum muss man denn dann hier so ein Shit machen? Naja, aber manche, die brauchen das, glaube ich. Wir haben schon 100% Trash, ja. Die eine Gruppe hätten wir jetzt halt gar nicht mehr gebraucht. Wir sind schon overcapped mit Trash. Wir sind nicht. Die mache ich halt, also die anderen mache ich halt meistens dann, wenn ich halt auf den anderen Mob warte, ne? Weil jetzt stehen wir hier nur rum und warten. Hat uns jetzt nur länger gebraucht, das Ganze. Aber naja.
Okay, drauf da. Der ist halt mit Tyrannic, dauert er halt 5 Jahre, der Boss hier. Vor allem den muss. Der haut sogar relativ gut rein, den muss ich sogar fast ein bisschen defensiv spielen, ne, den Boss. Aber jetzt hier Single Target geht jetzt tatsächlich was. Also, ich kann ihn zum Glück auf Max Range hitten. Seht ihr das, ohne dass ich den High Tornado abkrieg? Was ganz geil ist eigentlich. So, bitte Range kite ihn nicht zu mir als Tank. Das ist nämlich immer richtig ätzend. Kommt hier rein noch. Hat er Zwiebelverwüstung abgekriegt? I don't know. Nein, kite ihn nicht zu mir. Ach, ich hasse es. Ja, nimm mir doch den Scheiß, dieses Scheiß Hai ab hier. Also wenn der Heiler jetzt wieder abnippelt, okay, einen Reds haben wir noch, ne? Aber dann wird's halt echt ätzend. Ich bin sogar Zweiter im Damage, ne? Hat ein, zwei Mal Luck mit der Ding. Wenn ich offensiv spielen würde, naja, dann würde ich den anderen Typ auch nicht abziehen, aber ich spiele halt lieber jetzt hier mit ein bisschen Aktiv Mitigation, obwohl jetzt können wir eigentlich drauf prügeln. Jetzt ist egal, jetzt kriegen wir eh keinen Schaden. Ich bin bei 56. Okay, vielleicht spielen wir doch ein bisschen defensiv. Okay, aber ich habe noch eine Wall. Also eigentlich sollte. Oh fuck, der Hai ist an mir. Eigentlich sollte jetzt nicht viel passieren. Wollt ihr mir den mal abnehmen? So, wie wär's? So einer von den Ranges. Ist immer ungeil. Der. Alter, Bro. Was ist denn mit dir? Warum? Alle anderen laufen halt. Und du denkst dir halt als komischer Enhancer, ja gut, juckt mich halt nett, scheiß drauf. Und dann killt er halt dich halt einfach. Aber ich retze ihn jetzt nicht, das rentiert sich nicht. Ach, jetzt brockt die Zwillichtsverwüstung. Ist das schade, jetzt hat mich der Hunter auch noch überholt. Richtig bitter. Sag mal, wir heilen uns jetzt nochmal einmal hier gegen. Komm, den High Tornado. Naja. Warte mal, hat er jetzt doch noch beehrt? Oh nein, er hat halt doch noch beehrt. Ich hasse euch. Das ist halt hier bisschen Kacke. Soll ich nochmal zurückgehen? Aber jetzt habe ich halt schon zugevoidet. Ach. Bleib jetzt mal hier. Kommen die? Aber die haben soweit, oder? Okay, jetzt können wir laufen. Ich roar mal und heil mich selber, der dürfte mich jetzt nicht hitten. Also 2 Minuten haben wir noch für Double Chest. Aber das Ding wird schon noch depleted. Wartet mal ab hier. Ja, 8 Minuten kein WR mehr. Ja, das ist halt, also, wie sie nicht. Aber gut, kann man machen. So, Mondfeuer-Action hier. Alter, was ist mit dem Heiler los? Um verreckte Heiler halb. Komm auf die letzten, jetzt heilen wir mal selber. Jetzt backpedalen wir noch ein bisschen, falls die Zwillingsverwüstung proggt. Obwohl eigentlich wollen wir sie nicht geprockt haben, wenn das blöd. Ich ziehe ihn jetzt mal noch nicht ganz in die Ecke rein. Ich wollen ja jetzt hier nicht mit dem Void-Zeug zugeschüttet werden. Okay, der liegt relativ gut hier hinten. AT haben wir jetzt halt noch 2 Minuten, ne? Okay, auf geht's. Ach, ich hätte auf die Spinne warten sollen. Da kommt sie jetzt. Da muss ein Range-Kick unbedingt drauf. Okay, die Eule macht ihren Stuff. Ich hoffe, dass die jetzt hier gut laufen, ne? Ich hoffe, dass die mich jetzt nicht abfacken mit dem Movement. Also wir können es nur hoffen. Das sieht ja sogar einigermaßen okay aus, was der Pala da fabriziert. Sind halt alle hier hinten drin, komm, ich wechsle mal die Seite. Bro, bitte. Bitte mach jetzt keinen Scheiß. Shami. Shami Bayani. Komm, den kicken wir nochmal.
Die sollten da drin stehen, als Pala ist ganz blöd. Ich als Tanks krieg's nicht ab. Er müsste auf Max Range hier stehen, dann kann er es nämlich safe rausbringen. Wenn er hier steht, dann voidet er halt da direkt schon mal. Okay, der andere Typ hat's abgekriegt, das war jetzt unser Luck. Aber bei dem Boss als Melee nie im Boss oder Tank stehen. Ganz schlechte Idee. Vor allem, wenn du so enge Geschichten hier machst. Also eigentlich sind enge Geschichten, finde ich schon nicht schlecht, aber hier finde ich sie nicht so gut. Das einfach nicht machen, wenn du ein Melee bist. Na gut, jetzt sind wir halt komplett eingevoidet. Ich hätt ihn dann nachher drüber ziehen sollen. Geht das hier noch? Ich hoffe mal. Nein, wir sind hier. Wir müssen rüber einmal Rawn. Der Pala, der zieht das auch durch, ne? Junge, stell dich halt nicht da hinten rein! Das hat er selber gemerkt, ne? Okay, kommt wieder zurück. Stell dich halt bitte einfach hier hin. Easy. Was haben wir denn noch? 14 Sekunden. Alter, scheiße, wenn der. Hier, mir ist der Boss hier schon mal resettet, deswegen bin ich hier ein bisschen panisch, ne? Oh, fuck it. Oh, Bro. Jetzt sind wir halt so in der Range, dass wir rausgekickt werden, wenn es blöd ist. Ich könnte mich trotzdem da hinten reinstellen. Ich dachte mir gerade, die haben da was geedit. Aber ich lasse. Bitte renn nicht zu mir. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Jeder rennt halt in eine andere Richtung weg. Ich wusste, dass das jetzt gleich despawnt, ne? Wenn die Schüsse kommen, die zwei davor despawnen. Deswegen bin ich jetzt hier hinter gelaufen. Aber holy moly. Ich warte nur auf den Deplete, ich sag's euch. Aber ich hab noch eine Wall und ich hab noch eine Heilung. Ich überlebe gegen den Boss auch eine Weile alleine. Also ich sag euch, wenn das jetzt hier kein Tyrannic Key gewesen wäre, ne, dann bin ich mir relativ sicher, dass ich die im Damage abgezogen hätte. Aber da wir jetzt halt so lange Bosskämpfe haben, wird's nicht gereicht haben, aber ich bin bei 71k Dungeon DPS, ne? Und die DDs sind nicht viel drüber. 79, 79, 77. So, was haben wir gekriegt? Eine Hose, Mastery Tempo. Oh, weia. Okay. Gut. Das können wir abgeben. Ja gut, will keiner haben. Porten wir uns raus. Wunderbar. Wie klickiere ich einmal weg und war sogar in Time. Nicht schlecht, nicht schlecht.